normalerweise machen Liberating Structures, dass sie unproduktive Verhaltensweisen überschreiben. Und ich glaube, Fischer hat das gesagt oder aufgeschrieben in den Notizen, dass er meinte, ja, jetzt gibt's, es gibt kein Behavior, was überschrieben werden sollte. Was würdest du sagen, ist das immer noch so, jetzt ein halbes Jahr später? Ja, das ist eine interessante Frage. Also nachdem jetzt auch alle sich ausprobiert haben und es gab ja auch unheimlich viele Möglichkeiten mit Liberating Structures, was online zu machen, finde ich, sehen wir schon, dass es sich differenziert, ne? Also in den einzelnen Strukturen, wo sich in den Designelementen auch so ein bisschen was in der verschiebt und wo sich auch auch so Erfahrungen, also ich kann mich auch daran erinnern, wie wir in diesem Immersion Workshop sehr viel mit dem Chat gearbeitet haben und auch mit dem Wasserfall im Chat, ja. Und wieder ja auch eine sehr lebendige Dynamik mit sich gebracht hat. Und das würde ich aber heute, nachdem ich das jetzt doch mehrmals erlebt habe und durchgeführt habe, würde ich das jetzt schon wieder ein bisschen differenzierter sehen, den Nutzen des Chats. Also ich sehe jetzt durchaus auch die Schattenseiten dieses Wasserfalls. Und also das ist ein Beispiel. Ja, was mir noch eingefallen ist, ich muss es aufpassen, dass ich nicht gleich dieser Chatwasserfall, das ist ein anderer Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe. Was mir noch aufgefallen ist, oder was ich so denke, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Selbstüberschätzung ist, aber ich habe so den Eindruck, ein paar Verhaltensweisen, die wir da etabliert haben oder mit denen wir gespielt und die wir ausprobiert haben, haben sich zumindest für meine Praxis gesprochen und für die Sachen, die ich jetzt mitgemacht habe als Teilnehmende in letzter Zeit, die haben sich wie neue Patterns, Muster, Verhaltensweisen eingeschrieben. Ja, also ich hatte mir da eingeschrieben, die Molekularität der Vorbereitung. Also wenn man jetzt als diejenige ist, die den Prozess hält, dass ich immer, wenn ich die Gelegenheit habe, da reinzugucken, bei Leuten, die das vorbereiten, auch immer so diese Spalte sehe, was machen wir in den Chat rein? Und dieses sehr weit ausformulierte, um eben in der, also das ist jetzt eine Annahme von mir, wahrscheinlich um eben bei der Gruppe sein zu können und eben nicht parallel noch was schreiben zu müssen, sondern das schon mal als einen Baustein zu haben, den man nutzen kann. Also das war jetzt so, wo ich dachte, da hat sich vielleicht was eingeschrieben, womit wir ausprobiert haben, was ich jetzt so von dem, was Fischer meinte, dass es noch keine Habits gibt oder keine Patterns, dass sich da zumindest in meiner Filterblase ein paar Sachen sehe ich, die entstehen. Fällt dir noch andere Sachen ein, von denen du denkst, die haben sich so, das hat sich vielleicht so festgesetzt? Ja, es ist eine neue Dimension, kommt, finde ich, noch dazu, dass anders als im Raum, wo man ja immer anwesend ist, dass man virtuell ja nochmal Varianz hat in der Art der Anwesenheit. Also zeigen wir uns mit Kamera, schalten wir die Kamera aus, haben wir nur das Audio oder schalten wir alles aus? Und die Zusammensetzung mit und ohne Kamera oder mit und ohne Audio, die macht, finde ich, was mit dem ganzen Raum auch und mit der ganzen Arbeit. Oh, was mir da noch einfällt, war, wir hatten ja experimentiert mit dem, was passiert, wenn man seinen Namen, also das kann man jetzt in Zoom machen, seinen Namen als Leerzeichen macht und die Kamera aus, was das für eine Dynamik ist, wenn jetzt auf Fragen Chat Antworten kommen, weil man ja nicht mehr weiß, von wem die Antwort kommt. Also es ist dann quasi so ein Inkognito. Und ich weiß, dass diese Energie bei mir jetzt aus dem, das hat einfach eine Kraft, wenn 80 Leute plötzlich inkognito antworten auf Sachen, dass so diese Energie, die habe ich echt so mitgenommen und die möchte ich immer wieder weiter, also das, solche Sachen möchte ich immer wieder weiter treiben, weil es macht plötzlich so ein Möglichkeitsfenster auf, wo Dinge möglich werden, die im echten Leben nicht möglich sind, aber die halt virtuell plötzlich
fangen die Synapsen bei mir an zu schießen, wozu man das nützen könnte. Ja. Ja, und auch interessant, also finde beim Fishbowl ist es ja auch so, wird das ja schon ganz viel genutzt. Durch die ausgeschaltete Kamera bringt man wirklich nochmal Ruhe und so ein Spotlight auf die Teilnehmer im Bowl. Mhm. Und es bringt eine Art von Ruhe rein, die man im Raum ja nicht herbekommt und so eine Art von Fokus. Mhm. Und gleichzeitig ermöglicht auch die Ruhe und die sozusagen Abgeschiedenheit der Breakout-Räume nochmal anders fokussierter zu arbeiten, was oft im Raum, wenn alle Fokusgruppen nebeneinander sitzen und man kriegt dann doch mit einem Ohr mit, worüber sprechen die anderen, da manchmal anders wirkt, sich anders entfaltet. Ich wollte noch mal bei dem Thema Habits und das verbinden mit dem, was du meintest, den bewussteren Einsatz von Chat. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Data Vomit. Das war so ein Erleben, was ich ganz stark hatte in dem Workshop, den wir gemacht hatten, wo wir erst als Ambition ja hatten, dass der Chat wie unser Shared Recollection, hatten wir es so genannt, of Interaction ist. Und wo wir aber dazu eingeladen hatten, wenn jeder auf offene Fragen antwortet, wo wir einfach innerhalb von kürzester Zeit für mich hat sich wie ein Data Vomit angefühlt. Mhm. Was würdest du sagen? Gibt es noch so Sachen? Ja, ich würde da gerne nochmal bei dem Punkt bleiben, weil die Erfahrung ja erstmal die Annahme war, dass mehr Beteiligung auch ermöglicht, indem wir denn der Chat parallel läuft. Mhm. Entsteht ja auch ein Fluss und wir haben ja auch damals in dem Immersion Workshop vorgesehen, dass einer von uns immer den Chat auch ein bisschen anschaut und dann auch ein bisschen rückmeldet. Und jetzt stelle ich aber fest, dass es der Chat natürlich eine Funktion hat, wie in der Präsenzveranstaltung, als wenn jeder einfach in den offenen Raum reinrufen könnte. Mhm. Das heißt, es hat so eine zweite Ebene von Gespräch und dadurch, dass die aber linear ist, hören das ja auch nicht alle. Also das erzeugt nochmal eine Dynamik, die da würde ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt sagen, wo wir uns viel besser überlegen können, wann bringt die was für die Arbeit und wann ist sie eher, bringt sie eher alle so durcheinander und bringt auch so eine nervöse Energie in den Raum rein.